Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror 2 mit eurem Gabrosaro. Und wir schnüffeln hier ein wenig im Schloss von der alten Vicky rum. Haben uns letzte Folge hier ein wenig im Bad umgesehen. Und wir schauen mal, welche Geheimnisse das Schloss hier noch zu verbergen hat. Die Tür ist abgeschlossen. Wie, die Tür ist jetzt einfach abgeschlossen? Die Tür ist abgeschlossen. Okay, aber wir haben doch den Dietrich, oder? Mist, ich krieg es nicht auf. Wahrscheinlich ist das Schloss so alt, dass es mit einem krummen Nagel leichter zu knacken wäre. Oh nein, ehrlich? Mit Messer? Mit Bade-Gummistiefel? Geht das echt nicht? So was von schade. Mehr gibt es hier nicht, oder wie? Hä? Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Sieht ein bisschen aus wie ein Wächter. Ich würde gerne zur Empfangshalle. Ich will nicht zur Empfangshalle. Ich will da hinten in den verbrannten Korridor. Echt jetzt? Ach, egal. Okay, dann gehen wir mal nach draußen zu... Wo ist denn... Aber das sieht cool aus. Ich finde, das Schloss, das hat was. Echt cool. Der Erbauer dieses Schlosses hatte aber einen eigenartigen Geschmack. Von da oben wird man eine gute Aussicht haben. Der Turm scheint auf allen Seiten Fenster zu haben. Vielleicht war es ursprünglich mal ein Wehrturm, der dann umgebaut wurde. Kann aber auch von Anfang an so ausgesehen haben. Ich frage mich, wie ich in diesen Turm kommen kann. Schlosstor, Ställe stand da. Nicht Säle. Das sieht so anders aus. Aber es sieht haben cool wir denn da? Aus. Diese diebische Elster im Rabenkostüm hat etwas, was ich brauche. Nein, ist das echt die... Ist das echt der Rabe aus dem... Ach, aus der Ruine? Guck mal ganz kurz. Alles klar, das ist die Tür. Ja, cool. Ein uralter Brunnen. Ich kann mir nicht denken, dass der heute noch benutzt wird. Selbst hier dürften sie mittlerweile einen normalen Wasseranschluss haben. An diesem Gestell wird früher irgendeine Vorrichtung gehangen haben, um das Wasser an die Oberfläche zu befördern. Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Und im Brunnen hoffentlich auch nicht. Doch! Am Brunnen ist nichts, was... Da ist doch bestimmt so ein Mosaikteil drin. Wahrscheinlich ist es da unten irgendwann mal reingeplumpst. Das könnte... Ja, das ist eine gute Idee. Angeblich haben diese Dinger dazu beigetragen, dass in England immer noch Linksverkehr herrscht. Jemand, der das ziehende Pferd mit der rechten Hand führen würde, würde bei einem entgegenkommenden Gespann zwischen die Wagen kommen. Dem Zufall. Ah, ups, das war wieder ein wenig zu viel geklickt. Der Boden ist hier aufgeweicht und sehr matschig. Also müssen wir da irgendetwas reinwerfen, die Gummistiefel? Ich weiß nicht, aber warum? Warum sollte ich da die Gummistiefel reinmachen? Schmeiß ich die jetzt einfach nur rein, oder was? Jetzt sind die dreckig? Und schon sehen die Stiefel aus, wie Stiefel aussehen müssen. Dreckig. Warum? Eine alte Holztreppe. Führt vermutlich zur Kammer des Stallknechts. Das ist manchmal echt ein bisschen schwierig, weil nämlich er hat jetzt schon was gemacht, was ich später machen muss. Aber ich weiß nicht, welchen Sinn das jetzt haben könnte. Wahrscheinlich dem Louis Bescheid sagen, hör mal zu, deine Stiefel sind dreckig. Säuber sie mal bitte. Das Tor muss vor einiger Zeit erneuert worden sein. Das Holz ist noch hell. Aber ich glaube nicht, dass ich darin was Interessantes finde. Und weiter geht's. Die Leiter kann ich für den Raben nutzen. Eine alte Holzleiter. Sie scheint viel in Gebrauch gewesen zu sein. Die Sprossen sind ganz glatt und abgegriffen. Ja, natürlich! Klar, ich hab die mal so in die Tasche reingesteckt. Ah, wie bescheuert. Aber es ist ungefähr genauso bescheuert wie mit den ganzen Ketten.
Das gefällt ihm gar nicht. Ich muss vorsichtig sein. Raben haben harte, messerscharfe Schnäbel, mit denen sie nicht unerhebliche Verletzungen verursachen können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da einfach so ohne Probleme hochgehen kann, ohne dass er das Ding wieder mitnimmt. Was auch immer ich brauchen könnte. Jetzt falle ich rückwärts runter und sterbe, oder was? Au! Das wär's jetzt gewesen. Fällt da die Leiter runter, knallt mit dem Kopf auf den Boden und das war's. Das Vieh hackt mir die Finger ab, sobald ich dem Nest zu nahe komme. Solange der Vogel im Nest ist, habe ich keine Chance. Ich möchte da nicht hoch. Ich möchte da nicht. Also brauche ich was Glitzerndes. Was Glitzerndes. Wenn ich nämlich was Glitzerndes habe, kann ich das an die Holztreppe legen, hochklettern und dann schnell irgendwas machen. Politische Hochtechnologie. War es zumindest mal. Oder kann ich vielleicht die Gummistiefel hochwerfen? Er ist zwar ein Mistvieh, aber ich werde ihn deswegen noch lange nicht mit einem Gummistiefel bewerfen. Schade. Aber toll, dass die das eingesprochen haben, dass man da tatsächlich etwas machen kann. Cool. Echt, das ist super. Louis Werkzeugkiste. Verschiedene Schraubenschlüssel, ein Lappen, ein Hammer, Zangen, was man halt so braucht. Und was brauche ich davon? Ich glaube, ich nehme den großen Hammer mit. Den kann ich notfalls auch als Waffe benutzen, was an diesem Ort vielleicht sogar nötig sein könnte. Mehr brauche ich nicht. Und Was? Ich höre doch, das ist doch Louis, der die ganze Zeit an dem Ding arbeitet, oder nicht? Er hat von einem glänzenden schwarzen Auto erzählt. Ob er diesen Wagen gesehen hat? Aber wer aus dem Schloss ist heute Morgen zum Tatort gefahren? Und was wollte er oder sie dort? Ich kenne mich schon nicht mit an mein Wissen über englische Autos aus der ersten Jahrhunderthälfte. Ja, ist gleich null. Ein Hammer. Vielleicht unten auf dem Brunnen. Wo? Ich schmeiß doch nicht mit einem Hammer nach dem Vieh. Aber warum denn nicht? Das wäre so schön. Also ich... Selbst wenn ich so drauf wäre, würde ich ihn nicht treffen. Habe in meinem Leben noch nie mit einem Messer geworfen. Achso, ich habe jetzt eher gedacht, dass er dann dahin geht, um ihn... Weiß ich nicht, so à la Messerwurf. Die Holztreppe, die verstehe ich auch noch nicht so ganz. Da ist noch ein Wappen. Dann rede ich gleich nochmal mit der Eleanor und der Vicky. Vielleicht können die mir jetzt neue Informationen rausrücken. Das dürfte das Wappen der Gordon sein. Mit Heraldik kenne ich mich nicht aus. Es gibt komplizierte Regeln, wie so ein Wappen aufgebaut und gelesen werden muss. Vermutlich bedeutet das hier so viel wie: Wir sind eine uralte Familie, aber auch leider ziemlich verrückt. Bitte Abstand halten. Tja, dann, was machen wir denn dann am besten? Da ist Louis! Ich wollte doch sagen, ich höre doch etwas. Ich habe den aber nicht gesehen. Ich sehe den. Ach so, der liegt unter dem Auto. Hey, Louis. Das muss man erstmal sehen. Du schon wieder. Ich dachte, man hätte dich rausgeworfen. Lady Victoria hat mir erlaubt, mich im Schloss und im Garten umzusehen. Wie nett von ihr. Was willst du? Der hat echt gedacht, die hat uns rausgeschmissen, ne? Du kleiner Saftsack. Was können Sie mir zum Schloss sagen? Nichts. Ein großer, hässlicher Bau. In einem ungepflegten Garten. Was habe ich damit zu tun? Sind Sie nicht der Gärtner? Mein Garten ist ein paar hundert Meilen westlich von hier. In Wales. So ist es. Hier tun Sie also nur, was nötig ist. Wenn überhaupt. Der Garten ist zu groß für einen einzelnen Mann. Und was für einen Sinn hätte es, ihn zu pflegen? Das alles hier ist dem Untergang geweiht. Das Haus zerfällt, die Lady wird nicht mehr lange leben. Bates ist so gut wie tot. Spekulieren Sie darauf, dass Lady Eleanor zurück nach Wales geht, wenn Lady Victoria stirbt? Vielleicht. Louis, glauben Sie an Geister? Einige Touristen meinten, sie hätten hier welche gesehen. Ja, der angebliche Geist. Wochenlang haben sie uns belagert, seit Murray das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Das ganze Pack hat den Garten völlig verwüstet. Ich habe Sally kennengelernt. Ha! Das einzige im Schloss, das nicht mindestens 100 ist und langsam verfällt. Ist sie eine gute Haushälterin? Sie ist lausig.
Sie scheint deswegen öfter Probleme mit Bates zu haben. Er hat sie doch ausgesucht und viele bessere wieder fortgeschickt. Warum sollte er das tun? Wenn Sie Angst haben, durch jemand anders ersetzt zu werden? Dann suche ich mir einen möglichst schlechten Ersatz, um selber unentbehrlich zu bleiben. So sieht es aus. Bates macht einen müden Eindruck. Er ist todkrank. Die Ärzte bezeichnen es als ein Wunder, dass er noch lebt. Aber ich sage Ihnen, noch am selben Tag, an dem Lady Victoria stirbt, wird auch Bates ins Gras beißen. Wie ein Hund, der seinem Herrchen folgt. Ich glaube, er findet es einfach ungehörig, vor seiner Herrin zu sterben. Er sagte, er sei seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt und dass er all ihre Geheimnisse kenne. Das glaube ich sofort. Niemand kennt das Schloss und den Garten besser als er. Wobei, in seinem Oberstübchen sieht es auch nicht mehr allzu gut aus. Wird vergesslich, die treue Seele. Deswegen haben sie ihm Sally an die Seite gestellt, glaube ich. Ich frage mich wirklich, was unser armer Bates hat. Armer Kerl. Was können Sie mir zu Lady Eleanor sagen? Wenn Sie etwas über Lady Eleanor wissen wollen, fragen Sie am besten Lady Eleanor. Sie selbst ist Ihr liebstes Thema. Sie meinen, sie ist egoistisch? Sie hat alles weggeworfen und ist Hals über Kopf hierher geflüchtet, nachdem Sir Richard gestorben war. Wer tut sowas? Das Schloss und der Garten in Wales haben sie an ihren verstorbenen Mann erinnert. Und sie hätte sich an die Familiengeschichte erinnern sollen. Man gibt nicht einfach ein Haus auf, in dem Generationen gelebt und gearbeitet haben. Wie ist ihr Mann gestorben? Hat sich selber in die Luft gesprengt. Hat allerlei seltsame Experimente durchgeführt. In den letzten Jahren war er geradezu davon besessen, hinter das Geheimnis zu kommen, was Sir William und seine Söhne wahnsinnig gemacht hat. Er hat sein Labor kaum noch verlassen und mehr als einmal ist er vor Erschöpfung zusammengebrochen. Die Lady war in großer Sorge. Also ich würde auf jeden Fall sagen, auch wenn er vielleicht nicht mit der Sally mitspricht, mit uns, ist der, der ist ja schon fast gesprächig, könnte man meinen. Lady Eleanor sagte, sie habe ihnen freigestellt, zurück nach Wales zu gehen und ihnen sogar eine kleine Starthilfe angeboten. Ich wüsste nicht, was sie das angeht. Ich finde das nur seltsam. Sie wollen unbedingt zurück und bekommen sogar noch Geld geboten. Und dann? Soll ich als Hausmeister in einer verdammten Neubausiedlung arbeiten? Mehr als einmal habe ich ihr angeboten, mich um das Schloss in Wales zu kümmern und es in Schuss zu halten. Aber dafür fehlt angeblich das Geld. Ihnen geht es also nicht darum, zurück nach Wales zu gehen. Sie wollen zurück in Ihr Schloss und Ihren Garten? So ist es. Was Sie wirklich wollen, ist die Zeit zurückzudrehen. Aber das ging leider noch nie. Und jetzt mal gucken. Na, Trommelwirbel. Mal schauen, was mit dem schwarzen Wagen los ist. Das ist ein schöner Wagen. Allerdings. Die einzige positive Überraschung hier. Hab ihn hinterm Stall entdeckt und von Grund auf neu aufgebaut. Mein Vater hat früher auch an so einem geschraubt und mir einiges beigebracht. Machen Sie damit manchmal Spritztouren? Zum Beispiel zur Küste? Ich fahre die Ladies. Früher hatten sie noch verdammte Zossen im Stall. Aber die Pflege war zu aufwendig für die alten Leute. Heute ist das hier der einzige mobile Untersatz. Aber sonderlich, häufig kommen die Damen nicht aus dem Haus. Bates geht meistens zu Fuß ins Dorf. Er meint, es sei gut für seine Gesundheit, aber er braucht jedes Mal länger. An der Küste waren Sie mit dem Wagen heute Morgen nicht? Nein. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Den war gut. Also, okay, wir haben jetzt mit Louis ein wenig gesprochen. Und wir wissen inzwischen auch wieder, glaube ich, ein Ticken mehr über Lady Eleanor. Deswegen bin ich mal gespannt. Vor allem Lady Victoria ist gar nicht mehr da. Was ist hinter der verschlossenen Tür dort? Vor 24 Jahren gab es ein schreckliches Feuer hier. Catherine, Samuels Frau, kam damals ums Leben. Seitdem ist der Flügel abgesperrt. Zu viele Erinnerungen, glaube ich. Brach das Feuer im Erdgeschoss aus? Nein, im ersten Stock. Das Erdgeschoss blieb weitgehend verschont, soweit ich weiß. Aber auch die Räume unter denen, die vom Brand vernichtet wurden, sind immer verschlossen. Bates und Victoria
achten sehr darauf, dass niemand sie betritt. Verstehe. Wurden damals noch andere Menschen verletzt oder getötet? Eine Köchin wurde verletzt, soweit ich weiß. Sie wollte helfen und hat sich einige Brandverletzungen geholt, glaube ich. Ich sehe mich weiter um. Auf Wiedersehen, Lady Eleanor. Es ist schön, ein anderes... Ja, ein anderes Gesicht. Wir haben's. Strickkorb, ob ich mir da was ausleihen dürfte? Ein Korb mit Strickzeug. Wolle, Schere und so ein Zeug. Dürfte ich mir ein Stück Bindfaden ausleihen, Lady Eleanor? Einen Faden? Ja, bitte. So gute 2 Meter lang? Von mir aus bedienen Sie sich. Vielleicht kann ich aus diesen Faden so einen Wurm basteln für den Raben, sodass er denkt, oh, lecker, Mittagessen. Ich habe etwas von dem Reisfesteren genommen. Dann auf jeden Fall. Vicky. Vicky? Die Tür ist Zimmer? Ich suche jetzt die verdammte Vicky, ey. Entschuldigung, die ist nicht im Badezimmer. Der Boden ist gründlich. Ah! Wo ist die Vicky? Vicky. Bibliothek? Hey, ich hab doch doppelt geklickt. Vielleicht ein Anzeichen dafür, dass die Vicky dort ist? Lady Victoria ist am Telefonieren. Ah! Ich weiß nicht, ob er das ist. Haben wir denn kein Foto von ihm? Junger Mann! Auch für Polizisten ziemt es sich nicht, an Türen zu lauschen. Ich wollte nicht. Verzeihung. Ah, Moment mal, das Telefon Haben oben. Haben Sie von mir gesprochen? Das Telefon oben. Psst, aber nein. Warum sollte ausgerechnet Lady Victoria mit dem Orden zusammenarbeiten? Sie hätte mehr Grund als jeder andere, den Fluch beenden zu wollen. Hier oben, warte mal, da war doch ein Telefon. Mal gucken, ein ob ich... Ein altmodisches Telefon. Wen sollte ich anrufen? Nein, du... Kann man darüber nicht abhören? Man hat das doch so oft in so Filmen gesehen, dass das funktioniert. Ah, guck mal, da ist sie wieder. Dann werden wir direkt nochmal mit der Victoria sprechen. Das soll auch die letzte Amtshandlung heute sein. Würden Sie mir bitte sagen, was sich hinter der verschlossenen Tür befindet? Nur ein ungenutzter Flügel des Hauses. Kann ich mich dort einmal umsehen? Nein, leider nicht. Der Flügel ist einsturzgefährdet, deswegen ist er auch verschlossen. Halten Sie sich um Ihrer selbst willen fern von dem Flügel. Alles klar. Ihre Haushaltshilfe, diese Sally. Ah, haben Sie sich schon kennengelernt? Sie scheint so gar nicht hierher zu passen. Zu uns alten Leuten, meinen Sie? Sie scheint das genaue Gegenteil von Bates zu sein. Das ist eine kluge Beobachtung. Sie verkörpert all das, was Bates zuwider ist. Disziplinlosigkeit, Unordnung, Unzuverlässigkeit, Geschwätzigkeit. Vielleicht wollte er Ihnen zeigen, was Sie an ihm haben. Ich weiß genau, was ich an ihm habe. Aber ich weiß auch, dass es ihm schlecht geht. Er kann sich nicht mehr alleine um das Haus und uns alte Damen kümmern. Die nächste Haushaltshilfe werde ich aussuchen. Und es wird eine fleißigere Person sein. Eine, die Bates wirklich entlastet. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Wir werden uns ein wenig umsehen. Aber erst in der nächsten Folge müssen wir herausfinden, mit wem hier unsere olle Vicky gesprochen hat. Weil das... Sie traut uns nicht, deswegen dürfen wir auch definitiv nicht in den einsturzgefährdeten Flügel. Und ich bin mal wirklich gespannt. Bates habe ich hier länger schon nicht mehr gesehen. Ich habe schon die Befürchtung, dass er irgendwo tot umgekippt ist. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei Black Mirror 2 mit eurem Gabor Asaro und sage bis dahin und ciao.